Rund um Steine, genauer gesagt Edelsteine, dreht es sich bei Annika Gutknecht und Dennis Gransee. Das Paar aus Brandenburg hat eine ganze Sammlung dieser Kostbarkeiten im Angebot. Meine Mama hat diese Saphire mal von ihrer Tante geschenkt bekommen. Und sie hatte sie immer in einer großen Glasvitrine. Und als Kind habe ich da immer vorgestanden und habe gesehen, wie die gefunkelt haben und war total begeistert davon. Und ja, nun habe ich die bekommen von ihr. Wir haben die nicht vom nächsten Juwelier. So ist es nun nicht. Egal, ob geerbt oder gekauft, das Expertenteam kümmert sich um alle Schätze. 87, 88, 89. Jetzt hast du mich geschubst, Mensch. Jetzt kann ich schon wieder von vorne anfangen. Annika, wie viele Steinchen sind denn drin? Über 100. Über 100. Ja. Dennis? Wir haben schon mal angefangen zu zählen, aber ich hat sie mir auch immer angeschuckelt. Das ist grausam, das machen Mädels automatisch. Kaum hast du die Steine in der Hand, schubbeln sie dran rum. Ja? Aber es steht die Gesamtkaratzahl drauf. Und nach der Größe, schätze ich mal so, ist das ein halbes Karat. Von daher werden es knapp 100 sein. Das heißt, wart ihr im Edelsteinabbau? Nein. Sondern? Von meiner Mama, die Tante damals, die kam immer aus dem Westen und hat Geschenke mitgebracht. Und unter anderem war da auch die Steine mit bei. Die hat tatsächlich aus dem Westen die ganzen Steine mitgebracht und hat gesagt, hier, die sind für euch, wenn die Zeiten mal schlecht werden. Richtig. Aber die sind ja versiegelt. Das heißt, man hätte sie noch nicht mal einzeln rausnehmen können, um zu sagen, mal verhökert mal zwei, drei Stück. Ne? Nee. Aber dann ist doch eine schöne Rente gewesen, oder? Wo man so sagt, Mensch, ihr seid jung, ihr seid frisch verliebt, seid ihr verheiratet? Kinder habt ihr auch schon? Oh, wie süß. Und wir wollen das lieber für die Kinder. Das eine ist 7 Monate alt, unser Mädchen, und der Junge ist 9 Jahre. Das heißt, der Erlös soll für die Kinder sein? Ja, für die Kinderzimmer. Liebe Frau Dr. Heide, erzähl mal ein bisschen über die Steine. Ja, genau. In dem Etikett nach zu urteilen, sollen es gelbe Saphire sein aus dem gemologischen Laboratorium. Und sie sind auch verblombt worden. Also hier steht wirklich eine Blombe mit Gemlab drauf, gemologisches Labor. Vermutlich Saphire, so wie das Etikett sagt. Das Etikett ist keine Garantie dafür. Ne? Man muss schon auch kritisch bleiben. Und grundsätzlich kann man Steine nicht so bewerten. Steine müssen untersucht werden und gemessen werden. Die Größe ist entscheidend, der Schliff ist sehr, sehr wichtig. Die Farbe, gut, kann man hier sehen. Aber was man nicht sehen kann, ist, ob sie zum Beispiel behandelt sind. Das kann man nicht sehen. Inwiefern würden sie behandelt werden? Behandelt, Diffusionsbehandlung. Was ist das? Das ist eine farbgebende Behandlung. Sie können auch atomisiert werden, also mit Gammastrahlen beschossen werden. Also im Prinzip eine Sonnenbank für Steine. Genau. Jetzt habe ich es begriffen. Dass aus farblosen Steinen dann gelbe Steine werden. Die sind natürlich dann höherwertiger. Ich will Ihnen so ein bisschen mal Zahlenbeispiele sagen. So ein Saphir, sei er natürlich und unbehandelt, dann könnte er wert sein zwischen 8 und 160 Euro in der Größenordnung. Zwischen 8 Euro und 160? 60 pro Karat. Wenn aber dieser Stein behandelt ist, oder wenn alle Steine behandelt sind, dann können wir nur noch von einem Zehntel dieses Preises sprechen. Das heißt, wenn er weiß ist, man macht ihn künstlich gelb, wird der teurer. Mhm. Hat man aber einen echten gelben, den man nicht behandelt, ist er noch mal viel teurer. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir machen jetzt mal 3 Preise. Ja. Die wären alle echt gelb. Ja, natürlich. Natürlich gelb. Ja. Was wäre das dann wert? Auch da gibt es eben Qualitätsunterschiede zwischen 300 bis 7.000 Euro in dieser Größenordnung. Pro Stück? Zusammen, das ganze Konvolut. Jetzt anderer Preis. Mhm. Wenn Sie vorher weiß waren, wurden behandelt auf gelb. Ja. Wo liegt dann der schlechteste und der beste Preis? Wenn alle Steine mäßig wären oder spitzenmäßig? Ein Zehntel von den Preisen, die ich genannt habe. Also 30 Euro bis 700. Richtig. Keine guten Nachrichten für Annika und Dennis. Ohne Laboruntersuchung ist eine genaue Taxierung der Steine einfach nicht möglich. Heide, wenn ich dir sagen würde, 1.000 Euro will ich dafür haben, würdest du das sofort kaufen? Nein. Das können behandelte Steine sein. Obwohl du da vielleicht das Glück hättest, dass es 7.000 Euro wert ist. Ja. Gut, aber das sind natürlich Händler. Das ist natürlich eine Risikobereitschaft. Ja, eben. Ne? Das ist ein bisschen Roulette. Ja, das stimmt. Mhm. Was möchtet ihr denn haben dafür? Was ist die unterste Grenze, wo ihr sagt, so Kinderzimmer kostet? Und unterste Grenze wären 1,5. Drunter würdet ihr sie auf gar keinen Fall hier lassen. Gut.
Ich gebe euch die Händlerkarte. Ich hoffe, ihr seid trotz allem zufrieden, weil eine ehrlichere Expertise wie diese ist kaum machbar. Na ja. Ja? Hätte sie jetzt gesagt, Mensch, diese nette Kerl, weißt du, ich hätte gesagt 8.000. Dennis, pass mir gut auf deine Frau und die Kinderchen auf, auf dass ihr ein wunderschönes Kinderzimmer hinkriegt. Ja. Ihr dürft durchmarschieren, ab zu den Händlern, lasst euch nicht unterbuttern. Danke. Ne? Bitte schön. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Heide, bei dir sehe ich durch die Verpackung alles echt. So. Wenn man diese Steine in ein Labor gibt, um sie prüfen zu lassen, dann kann es sein, dass die Gebühr dafür den Wert der Steine übersteigt und somit es sich kaum rentiert. Die Preisspanne ist zwar sehr hoch, aber leider haben wir nichts Genaues. Sie wollte sich ja nicht so richtig festlegen. Von daher war es nicht ganz so, wie wir es uns erhofft haben. Also bei den Händlern haben wir uns vorgenommen, keine Miene zu verziehen, hart zu bleiben und sehen, was sie bieten. No. Stellt sich die Frage, wie hoch die Risikobereitschaft der Händler ist. Denn prüfen können sie die Saphire vorab nicht. Hallo. 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 Grüß Gott. Oh, das ist was Kleines. Was ist das da? Das sind alles gelbe Diamanten. Das ist ein sogenanntes Edelstein-Lot, nennt man das, wo sehr, sehr viele Steine zusammen sind. Das dürften Zitrine sein in unterschiedlichsten Schliffvariationen. Gelbe Saphire sind es sogar. Mhm. Richtig. Dass es Saphire sind, können wir ja noch gar nicht wissen, weil das Ding ist ja auch zu. Ja, das ist verblummt. Ja. Verblummt. Es sind schon die natürlichen Einschlüsse zu sehen teilweise, also die Wachstumseinschlüsse. Also ich bin mir schon sicher, dass es Saphire sind. Das ist jetzt schwierig für uns zu beurteilen, weil es gibt Diamanten und auch Farbsteine, wie in diesem Fall, die behandelt sind. Das ist natürlich für den Preis ganz maßschlaggebend. Und das können wir hier aber leider nicht feststellen. Dafür müssen wir sie einschicken in ein Labor. Und das dauert auch 2 Wochen. Ich glaube, so viel Zeit haben wir heute nicht. Also hier, das ist doch hier in einem Labor. Nein. Das, was da drauf steht, hat keinen großen Wert, Walter, wirklich nicht. Es sind auf alle Fälle bestrahlte. Ja. Wenn das Originale gelbe Saphire sind, ist fast unbezahlbar. Weil auch die Farben alle sehr gleich sind. Das ist also sehr unnatürlich. Das wäre schon wirklich dann ein paar Tausende. Also für mich ist es dann nicht. Das sieht schlecht aus. Ein zu riskantes Geschäft für Susanne. Was sagen die anderen? Trotz allem sind es Edelsteine, man könnte sie in Silber fassen oder so, wo es nicht zu teuer wird. Man könnte schon was draus bauen und muss es natürlich dann auch als bestrahlte oder behandelte Saphire verkaufen. Also es sind trotz allem Edelsteine und auch es sind unterschiedliche Schliffarten. Ich sehe hier Markiseschliff, ovaler Schliff, Brillantschliff, Herzschliff. Also es ist alles bunt gemischt. Ja. Es ist eine Preisfrage. Ich hoffe, Sie haben nicht zu hohe Vorstellungen, oder? Naja, wir wollen 2 Kinderzimmer damit komplett streichen, renovieren. Renovieren. Hoffentlich sind die Zimmer nicht so groß. Komm, wir fangen mal jetzt hier richtig an. 50 Euro auf Verdacht. Na. Oh oh, was für ein erstes Gebot. Kommt da noch mehr? Trotzdem sage ich 100. Was sagst du, Wolfgang? 100 Euro. 50 Karat. Günstig fassen in Armbänder. 150. Ja. Ich gebe noch 200 Euro auf Verdacht. Ja, klar, wenn sie echt werden. Dann ist klar. Dann wieder was anderes. Ja, ja, das ist ganz anders. Also ich würde sie einschicken, die Proben machen und dann würde ich ihnen was bieten. Aber so kann ich ihnen leider kein Gebot machen. Okay. Ja, was wäre ihr letzter Preis, der Summe, das gebe ich her? Was müssen Sie jetzt sagen? 1,5. 1,500 Euro, dann. Ich glaube, da wird jetzt bei uns niemand dabei sein. Der, wo 1,5 gibt, glaube ich nicht. Ich weiß es nicht, Wolfgang. Also nicht böse sein. Ich hätte jetzt noch 250 gesagt auf Verdacht, aber 1,500 gebe ich heute hier nicht. Nicht böse sein. Okay. Okay, ja? Bitteschön. Nimm deine 2 Kinderzimmer mit. Danke. Auf Wiedersehen. Schön, dass Sie da waren. Tschüss, Ade. Ich
kann die Verkäufer sehr wohl verstehen. Wer verschenkt denn schon gerne 7.000 Euro? Ich würde jetzt hingehen, die Steine überprüfen lassen, sie einschicken nach Ida Oberstein und dann mit einem Gutachten zu einem guten Juwelier gehen und die Steine dann verkaufen. Also wir haben uns da schon mal erkundigt, um die einschicken zu lassen, dann, aber das wäre zu teuer. Tja, die Steine kommen jetzt wieder zurück in die Vitrine. Ja.